Ein schlechter Film ist für mich ein Film, der mich so überhaupt nicht berührt. Also der mir jetzt weder zum Lachen bringt, noch sonderlich noch zum Weinen bringt, noch auch nicht einmal aufregt. Ja? Also einer, der, wo man so nachher ausgeht und sagt, ja, also es hat stattgefunden und 2 Stunden später ist er sowieso schon irgendwie vergessen. Also das definiert für mich einen schlechten Film, wo man das Gefühl hat, eigentlich hat man jetzt einfach einmal 2 Stunden verloren, wo man nicht einmal weiß, dass man im Kino war. Ich habe mir mal geärgert, da war ich mit meiner damaligen Freundin, da waren wir gerade frisch zusammen und da sind wir in Kärnten, im Spital an der Trau im Cineplex gewesen und haben einen Film angeschaut, mit der Jennifer Lopez war das, wo sie Mutter geworden ist. Ein ganzer Satz, ich weiß nicht einmal, wie der geheißen hat. Das muss ich nochmal nachschauen. Und der war wirklich, also der war ganz schlecht. Also da habe ich mich einfach geärgert darüber, dass es erstens einmal diese Eitelkeit dieser Schauspielerin gibt, die da, also ich bin selber Vater und sie weiß, wie man bei einer Geburt ausschaut und die Jennifer Lopez hat nur darauf irgendwie geachtet, dass sie gut ausschaut. Also das hat mich überhaupt nicht berührt. Ja. Also das war dann irgendwie aus der privaten Situation heraus ein bisschen ärgerlich. Was ich jetzt gesehen habe, aber nicht im Kino, sondern im ORF, ist ein Film gelaufen, mein Gott, wie hat der geheißen? Das ist ein österreichischer Film, der auf so einer Berghütte oben gespielt hat, wo vier Mädels und so mit der Vergangenheit. Also das war auch ganz schlecht. Also das war, da habe ich mir das Gefühl gehabt, man fladert amerikanische Elemente zusammen, die sich in Österreich irgendwie, also die sich nicht ausgehen. Es gibt wunderbare Beispiele, wo sich das in österreichischen Filmen ausgeht, so wie in 3 Tagen bist du tot oder sowas, oder jetzt das stille Tal. Ja. Da habe ich mir das Gefühl, das funktioniert, da kann man internationale Elemente zusammenholen. Da hat es nicht funktioniert, ich weiß jetzt nicht, wie er geheißen hat. Habe ich auch schon vergessen. Ein guter Film ist, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich einen Film sehe, sondern wo ich das Gefühl habe, ich bin wirklich in einer Geschichte, wo man auch ein bisschen gefordert ist, ohne dass man jetzt überanstrengt wird. Ja? Also man ist wirklich in einer Geschichte drinnen und man ist auf sämtliche Wendungen. Also ich lasse mich dann immer sehr gerne überraschen. Wenn man Filme überraschen kann, das habe ich sehr gern. Also Shutter Island finde ich großartig. Also das finde ich von der Geschichte her, eben auch die angesprochenen Wendungen, finde ich da wirklich gut. Auch schauspielerisch finde ich den wirklich toll. Was ich auch sehr gern habe, ist so der Bill Murray Lost in Translation zum Beispiel. Das ist, glaube ich, der einzige Film, den ich 2-mal im Kino gesehen habe, weil er mir so gefallen hat und weil ich da alles Gefühl habe, selbst ich als Schauspieler, also da kann ich was lernen, da kann ich mal was mit rausnehmen. Also das sind schon ganz besondere Filme. Shutter Island, Lost in Translation finde ich wirklich, also das sind ziemlich oben dabei. Ich finde es ganz toll und habe mir da jetzt fix vorgenommen, mich da noch weiter einzubringen in die Materie, weil wenn das wirklich was ist, wo die Leute, also sprich das Zuschauer und das Publikum, für die wir ja das machen, unseren Beruf als Schauspieler, ja, weil wir Filme und Theaterstücke machen, wenn die hingehen können und uns selber wählen können, ist das natürlich viel unmittelbarer, als wenn es da jetzt eine spezielle Akademie gibt. Ja. Ist ja ganz egal, ob das jetzt der beste Film ist oder der schlechteste Film, aber dass du einfach die Leute wirklich fragst, bei Chancengleichheit, was ist, welcher Film eben berührt oder eben berührt nicht. Also da finde ich, das finde ich sehr gut und vor allem, weil die Leute natürlich auch dazu erzogen werden, dass sie eine Meinung haben und sie eine Meinung bilden und vielleicht auch sagen können, warum eben ein Film gefallen hat oder nicht.